Verdammt! Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken, ja. Immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Das wird lustig. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Nur noch diese Luke trennt mich von Golds dritter Datasette. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht! Oder den Abwasch machen? Träum weiter! Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf! Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Als erfahrener Nautiker kenne ich natürlich die Bedeutung dieser Positionslampen. Sie stehen für Backbord und Steuerbord und für all die anderen Krankheiten, die man bekommt, wenn man die Zähne nicht richtig putzt. Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Stille Wasser sind nur zu feige, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sehe ich da erste graue Haare im Bart? Ich könnte schwören, dass die letzte Woche noch nicht da waren. Hey, Boso! Endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe. Guter alter Boso, du hast dich wirklich kein Stück verändert. So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Ja, aber ich probiere es vielleicht nochmal. Nur zur Sicherheit. Ich probiere mal was. Tu das. Ich suche schon mal Deckung. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Na dran. Es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Das ist eine Vogelscheuche. Verdammt, zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Hey, Boso. Hey, was liegt?
die Luke... Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an, ich bin ein Pirat. Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Ich probiere. Tu das. Ich such schon. Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot? Klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauchlevel wie in Teil 1. Die Idee taucht nix. Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Ich schick mal die Delfine woanders hin. Hey, ich sagte woanders hin. Verdammt, sie lassen sich nicht mehr fernsteuern. Ich habe wohl alle Züge aufgebraucht. Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Doc sieht müde aus. Leider ist der Schlafinduktor nicht fertig geworden, an dem ich die ganze Nacht lang rumgehämmert habe.